Abiturprüfung Mathematik 2018, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Wahlteil Stochastik C2. Wir lösen hier die Aufgabe C2. Aufgabe C2. Ein Affe sitzt vor einer Tastatur, deren Tasten mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4 sowie mit den Buchstaben A, B, C, D, E und F beschriftet sind, so wie hier in der Abbildung dargestellt. Zunächst wird angenommen, dass der Affe zufällig auf die Tasten tippt. Aufgabenteil A. Es werden die ersten 5 Tastaturanschläge des Affen betrachtet. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für die folgenden Ereignisse. Ereignis A. Der Affe tippt nur Tasten mit Ziffern. Ereignis B. Der Affe tippt höchstens 3-mal eine Ziffer. Und Ereignis C. Die vom Affen getippte Zeichenfolge enthält die Buchstaben A, F, F, E direkt nebeneinander. Wenn Sie das richtig herausgefunden haben, bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Nun zur Lösung von Aufgabenteil A. Hier war also zunächst nach dem Ereignis A gefragt. Der Affe tippt nur Tasten mit Ziffern. Nun, wir haben ja 5 Tastaturanschläge und die Tastatur hat insgesamt 10 Tasten. Das kann man ja hier abzählen. 4 davon, diese 4 hier, sind mit Ziffern beschriftet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Ziffer mit einem Tastendruck bekommt, ist 4 von 10, also 4 Zehntel. Das kann man vielleicht hier noch kürzen. Und wir haben hier an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeit 2 Fünftel. Nun, der Affe tippt aber 5-mal. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in diesen 5 Tastaturanschlägen nur Ziffern tippt, ist 2 Fünftel mal 2 Fünftel mal 2 Fünftel und so weiter. Wir haben also als Ergebnis 2 Fünftel hoch 5, was wir mit dem GTR ausrechnen können und bekommen dann einen Zahlenwert von etwa 0,01024, also gerundet etwa 1%. Ereignis B. Der Affe tippt höchstens 3-mal eine Ziffer. Nun, wir können das direkt berechnen, aber es geht ein bisschen einfacher, wenn wir hier das Gegenereignis dazu verwenden. Das heißt, das Gegenereignis zu B, der Affe tippt höchstens 3-mal eine Ziffer, ist, dass der Affe 4- oder 5-mal eine Ziffer tippt. Ja, das Gegenstück zu höchstens 3-mal. Höchstens 3-mal heißt 1, 2 oder 3. Und das Gegenstück dazu ist 4- oder 5-mal. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von B, vom Ereignis B, können wir dadurch bekommen, dass wir 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses ausrechnen. Und das Gegenereignis zu berechnen ist ein bisschen einfacher, als den direkten Weg zu gehen. Nun, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Affe 4 Ziffern tippt, ist dadurch gegeben, dass wir eben die Wahrscheinlichkeit für eine Ziffer, die 2 Fünftel, hoch 4 rechnen, mal die Wahrscheinlichkeit, dass er einmal einen Buchstaben tippt, und das ist dann nichts anderes als 6 Zehntel. Das können wir ja hier auch feststellen. Wir haben 6 Tasten mit Buchstaben von insgesamt 10 Tasten, also 6 Zehntel. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass diese Buchstabentaste nicht unbedingt am Ende stehen muss, dieser Tippreihenfolge, sondern dass sie überall stehen kann. Das heißt, insgesamt in dieser Tippreihenfolge mit 5 Tastaturanschlägen kann diese Buchstabentaste an jeder Position stehen, am Anfang, an zweiter und so weiter. Das heißt, wir müssen diese Wahrscheinlichkeit 2 Fünftel hoch 4 mal 6 Zehntel noch mit 5 mal nehmen. Und dabei bekommen Sie einen Zahlenwert von etwa 0,0768 heraus. Nun, wir brauchen, wie hier angegeben, nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Affe 4-mal eine Ziffer tippt, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass er es 5-mal hinbekommt. Diese Wahrscheinlichkeit ist relativ einfach zu berechnen. Das ist eben nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit 2 Fünftel für das Tippen einer Ziffer eben hoch 5. Das hatten wir ja bereits ausgerechnet. Das war 0,01024. Die Wahrscheinlichkeit vom Gegenereignis von B ist also nichts anderes als die Summe dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Und dafür bekommen Sie einen Zahlenwert von etwa 0,08704 heraus. Das können wir jetzt hier in die obige Formel einsetzen. Wir rechnen also die Wahrscheinlichkeit vom eigentlichen Ereignis B, das ist ja das, was wir wissen wollten, 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Gegenereignis, also 1 minus diese 0,08704.
Sie bekommen einen Zahlenwert von etwa 0,91, hier aufgerundet 3. Und wenn wir das als Prozent angeben, haben Sie das Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B ist dann ungefähr 91,3%. Nun noch zum Ereignis C. Hier war die Wahrscheinlichkeit gefragt dafür, dass die vom Affen getippte Zeichenfolge die Buchstaben A, F, F, E direkt nebeneinander enthält. Das sind ja 4 Buchstaben, aber es sind ja letztendlich 5 Tipps. Das heißt, diese Buchstabenfolge kann entweder am Anfang auftreten, A, F, F, E und dann irgendeine Taste, oder sie kann am Ende auftreten, also zunächst mal irgendeine beliebige Taste und dann die Folge A, F, F, E. Nun, die Wahrscheinlichkeit, den Buchstaben A zu tippen, wir haben ja hier insgesamt 10 Tasten. Einer davon ist der Buchstabe A, also die Wahrscheinlichkeit für ein A ist nichts anderes als 1/10, 0,1 oder 10%, je nachdem, wie Sie das ausdrücken wollen. Dies gilt natürlich auch für jeden anderen Buchstaben. Und dann haben wir eben in einer Reihe mit 5 Tastenanschlägen, dass das Wort Affe an erster Position beginnen kann. Also etwa hier A, F, F, E und dann eine beliebige Taste. Oder es kann an zweiter beginnen, also hier eine beliebige Taste und dann die Folge A, F, F, E. Und dann haben wir natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, irgendeine Taste zu bekommen, genau gleich 1 ist, denn irgendeine wird ja gedrückt werden. Mithin ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit 0,1 hoch 4, also für diese Reihenfolge A, F, F, E. Jeder Buchstabe kann ja mit 10%iger Wahrscheinlichkeit getippt werden, also diese 0,1 hoch 4. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Taste gedrückt wird, das ist hier die 1, das wird ja eben miteinander mal genommen. Und dann gibt es 2 Realisationen dieses Ereignisses, eben die, dass Affe an zweiter Position oder Affe an erster Position steht. Also 2-mal dieses hier. Sie bekommen einen Zahlenwert von 0,0002 und das ist letztendlich die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses C. Aufgabenteil B. Nun werden Versuchsreihen mit jeweils 20 Tastaturanschlägen durchgeführt. Wie viele Buchstaben pro Versuchsreihe kann man dabei auf lange Sicht im Mittel erwarten? Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Versuchsreihe die Anzahl der getippten Buchstabentasten um höchstens 20% von diesem erwarteten Wert abweicht. Wie viele Zifferntasten müssten mindestens hinzugefügt werden, damit die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 15 Buchstabentasten in einer Versuchsreihe getippt werden, auf unter 1% fällt? Wenn Sie das alles richtig herausgefunden haben, bekommen Sie 4,5 Verrechnungspunkte. Lösung von Teilaufgabe B. Hier war zunächst mal nach der Anzahl der Buchstaben auf lange Sicht gefragt, also letztendlich der Erwartungswert. Und hierzu werden wir die Zufallsvariable x einführen und die soll die Anzahl der Buchstaben in einem Experiment mit 20 Tastaturanschlägen modellieren. Folglich kann x die Werte zwischen 0 und 20 annehmen. Ja, denn wenn wir 20 mal irgendeine Taste drücken, dann können wir dabei eventuell überhaupt keinen Buchstaben bekommen oder tatsächlich in jedem der 20 Tastendrucke einen Buchstaben bekommen. Also x nimmt die Werte zwischen 0 und 20 an. Es handelt sich um ein Bernoulli-Experiment, das heißt sozusagen ja, nein, also im Prinzip Buchstabe oder Nichtbuchstabe. Und insofern wissen wir, dass die Zufallsvariable x binomial verteilt ist. Und der Erwartungswert, den können wir dann durch die bekannte Formel angeben. Der ist nämlich nichts anderes als die Anzahl der Versuche mal die Trefferwahrscheinlichkeit p. Die Anzahl der Versuche n ist in unserem Fall 20. Ja, wir haben ja 20 Tastaturanschläge. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, sprich, dass wir einen Buchstaben tippen in einem Tastaturanschlag, ist 6/10, denn wir haben insgesamt 10 Tasten, 6 davon sind Buchstaben und wenn wir das kürzen, haben wir die Trefferwahrscheinlichkeit 3/5. Das können wir also hier direkt einsetzen, rechnen 20 mal 3/5 und 20 durch 5 sind 4, 4 mal 3 sind 12
und somit wissen wir den Erwartungswert dieser Zufallsvariablen x. Das heißt, wir haben auf lange Sicht im Mittel 12 Buchstaben pro Experiment mit 20 Tastaturanschlägen zu erwarten. Im nächsten Schritt soll die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung um höchstens 20% vom Erwartungswert bestimmt werden. Und dann müssen wir natürlich wissen, was war der Erwartungswert? Den haben wir ja vorher ausgerechnet mit 12. Und was sind dann 20% davon? Nun, 20% sind 12 mal 0,2, also letztendlich 2,4. Und wir müssen also eine Abweichung von höchstens 2,4 von diesem Erwartungswert ausrechnen, nach oben bzw. nach unten. Da es aber hier um ganze Zahlen geht, müssen wir uns jetzt fragen, ob wir die 2,4 auf- oder abrunden müssen. Nun, die Abweichung vom Erwartungswert soll höchstens 2,4 betragen. Das heißt, wir können in dem Fall nicht auf 3 aufrunden, denn dann würden wir ja über dieser 2,4 liegen. Wir müssen also auf 2 abrunden und haben entsprechend eine Spanne von 10 bis 14. Also 12 minus 2 ist 10 und 12 plus 2 ist 14. Gesucht ist also letztendlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in einem Experiment mit 20 Tastaturanschlägen zwischen 10 und 14 Tasten, jeweils einschließlich hier, bekommen. Nun, das können wir mit dem GTR so nicht ausrechnen. Das heißt, wir müssen diesen Ausdruck erstmal GTR-gerecht umformen. Und die entsprechende Methode haben Sie ja in der Schule kennengelernt. Die Spanne soll bis 10 bis 14 gehen und dann rechnen wir eben die Wahrscheinlichkeit bis 14 aus sozusagen und ziehen davon die Wahrscheinlichkeit bis 9 ab. Und damit haben wir die Spanne 10, 11, 12, 13 und 14. Ja, also so können wir es entsprechend umformulieren und können dann eben den GTR benutzen. Wir wissen, die Anzahl der Versuche, die Anzahl der Tastaturanschläge, n ist gleich 20. Die Trefferwahrscheinlichkeit, eben die, dass wir einen Buchstaben bekommen, ist 3 Fünftel, also 0,6. Und somit können wir den eben angegebenen Ausdruck im GTR wie folgt eingeben. Binom CDF 20, eben hier das n, die Trefferwahrscheinlichkeit 0,6 und dann eben die 14. Das ist das, was an dieser Stelle steht. Minus Binom CDF 20, 0,6 und dann eben die 9. Sie erhalten mit dem GTR einen Wert von etwa 0,747. Das heißt also im Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl der getippten Buchstaben um höchstens 20% vom Erwartungswert abweicht, beträgt etwa 74,7%. Nun noch zum letzten Teil von Teilaufgabe B, das möchte ich hier nochmal vorlesen. Wie viele Zifferntasten müssten mindestens hinzugefügt werden, damit die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 15 Buchstaben in einer Versuchsreihe getippt werden, auf unter 1% fällt? Die Wahrscheinlichkeit also, dass mindestens 15 Buchstaben getippt werden, also die Wahrscheinlichkeit von x größer gleich 15, die soll unter 1% fallen, soll also kleiner 0,01 sein. Das können wir mit dem GTR nicht direkt ausrechnen. Wir können das aber umformen, damit wir den GTR verwenden können. Wir formen das auch entsprechend um. P von x größer gleich 15 ist nichts anderes als 1 minus P von x kleiner gleich 14. Ja, wir verwenden hier sozusagen die Gegenwahrscheinlichkeit und das muss dann eben kleiner als 0,01, kleiner als 1% sein. Das können wir entsprechend weiter umformen. Wir ziehen auf beiden Seiten 1 ab, haben auf der linken Seite minus p von x kleiner gleich 14 stehen und auf der rechten Seite kleiner minus 0,99. Wenn wir mit minus 1 nochmal multiplizieren, dann fallen die Minusse auf beiden Seiten weg und dann müssen wir auch beachten, dass sich dieses Zeichen hier umdreht. Aus dem kleiner wird dann eben ein größer. Letztendlich haben wir diesen Ausdruck hier mit dem GTR zu berechnen. Nun sollten aber Zifferntasten diesem Tastenblock hinzugefügt werden und wir wissen noch nicht, wie viele. Wir bezeichnen diese Anzahl an Ziffertasten, die wir hinzufügen wollen, einfach mal mit K. Und hier geht es ja aber um die Wahrscheinlichkeit der Anzahl der getippten Buchstaben. Das heißt,
Wir haben auf der Tastatur letztendlich die 10 Tasten von vorher plus die zusätzlichen K-Zifferntasten. 6 davon sind nach wie vor Buchstaben. An der Anzahl der Buchstaben hat sich ja nichts geändert, wenn wir Zifferntasten hinzufügen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt auf dem neuen Block mit den zusätzlichen K-Zifferntasten einen Buchstaben tippen, ist nichts anderes als 6 durch die Anzahl der Tasten, also 10 plus die K hinzugefügten Zifferntasten. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um letztendlich diesen Ausdruck hier zu berechnen mit dem GTR. Wir können beispielsweise dann bei Y1 eben diesen Ausdruck eingeben, Binom CDF 20, das ist ja die Anzahl der Tastaturanschläge. Und die Trefferwahrscheinlichkeit dafür, dass wir auf der neuen Tastatur einen Buchstaben tippen, ist dann eben nichts anderes als, so wie hier angegeben, 6 geteilt durch 10 plus x. X ist unsere Variable, die wir nachher herausfinden wollen. Und wir haben ja hier den Wert 14 stehen, also muss auch hier der Wert 14 übernommen werden. Und wir wollen ein x, beziehungsweise in unserer Terminologie ein k, so herausfinden, dass diese Wahrscheinlichkeit erstmals größer als 0,99, also erstmals größer 99% wird. Dann können wir das einfach dadurch bekommen, dass wir mit Second Table auf dem GTR uns eine Wertetabelle anzeigen lassen. Wir bekommen dann etwa sowas wie hier und sehen, dass bei 1 wir noch unterhalb dieser 99% liegen, bei 2 auch und bei 3 liegen wir erstmals drüber, nämlich mit 99,1%. Wir haben also im Endergebnis, dass wir 3 Zifferntasten hinzufügen müssen, damit die Bedingungen der Aufgabenstellung erfüllt sind. Teilaufgabe C. Die Ergebnisse der Versuche lassen die Vermutung aufkommen, dass der Affe die Zifferntasten gegenüber den Buchstabentasten bevorzugt. Daher wird die Null-Hypothese, der Affe tippt mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 40% eine Zifferntaste, mit einer Stichprobe von 80 Tastaturanschlägen auf einem Signifikanzniveau von 1% überprüft. Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel und hierfür bekommen Sie 2,5 Verrechnungspunkte. Nun zur Lösung. Es handelt sich, wie man aus der Aufgabenstellung unschwer erkennt, um einen Hypothesentest und wir sollen die Entscheidungsregel für diesen Hypothesentest finden. Wir haben also die Nullhypothese bereits in der Aufgabenstellung vorgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Affe eine Zifferntaste drückt, ist mit höchstens 40%, also höchstens 0,4 angenommen. Und wir prüfen das in einem Experiment mit 80 Tastaturanschlägen. Unser N ist also gleich 80 und das Signifikanzniveau ist 1%. Das, was man üblicherweise mit dem Buchstaben Alpha bezeichnet, ist also nichts anderes als 0,01. Es handelt sich um ein Bernoulli-Experiment, denn wir fragen ja nach Zifferntaste oder Nicht-Zifferntaste. Das heißt, unsere Zufallsvariable x, mit der wir die Anzahl der Zifferntasten modellieren, die ist höchstens binomial verteilt. Wenn wir jetzt unsere Stichprobe durchführen, wir haben ja 80 Tastaturanschläge und wenn wir darin, sagen wir mal, mehr als eine gewisse Anzahl k an Zifferntasten vorfinden, dann würde das ja nicht zu unserer Annahme passen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zifferntaste kleiner gleich 40% ist. Ja, ab einem gewissen Schwellenwert, ab einer gewissen Anzahl k an Tastaturanschlägen müssten wir dann die Nullhypothese ablehnen. Das heißt, wir haben ein Ablehnungsintervall der Gestalt k bis 80. Wir führen somit einen rechtzeitigen Test durch. Gesucht ist also ein kleinstmögliches k, sodass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in unserer Stichprobe k oder mehr Zifferntasten beobachten, kleiner gleich unserem Signifikanzniveau, also kleiner gleich 0,01 ist. Nun können wir diesen Teil, die linke Seite, aber mit dem GTR nicht ausrechnen. Wir können es aber umformen, sozusagen GTR-gerecht, und erhalten hier 1 minus p von x kleiner gleich k minus 1. Ja, wir beachten, wenn wir hier das Gegenereignis verwenden,
haben wir 1 minus p von x kleiner gleich k minus 1. Also hier 1 weniger als das k. Das ist ganz wichtig, ja, dass man das nicht übersieht. Nun kann man diese Ungleichung auch nochmal umformen, indem man auf beiden Seiten 1 abzieht und anschließend nochmal mal minus 1 nimmt. Sie erhalten p von x kleiner gleich k minus 1 soll größer gleich 0,99 sein. Denn hier, wenn ich 0,01 minus 1 rechne, habe ich auf der rechten Seite 0,99 mit einem Minuszeichen. Und wenn ich dann nochmal mit minus 1 mal nehme, habe ich die 0,99 mit einem Pluszeichen. Und wir achten darauf, dass wenn Sie mit minus 1 eine Ungleichung mal nehmen, dann dreht sich dieses Ungleichheitszeichen, dieses kleiner gleich um und wird zu größer gleich. Jetzt sind wir also so weit, dass wir den GTR verwenden können und Sie können beispielsweise bei y1 diesen Ausdruck hier eingeben, nämlich Binom CDF 80. 80 ist ja die Anzahl unserer Versuche. 0,4 ist unsere Trefferwahrscheinlichkeit, was unser Hypothesentest eben vorgibt. Und das k minus 1 ist das x minus 1 an dieser Stelle. Wir lassen uns mit Second Table einfach eine Wertetabelle anzeigen und wir wollen ja wissen, ab welchem k wird diese Wahrscheinlichkeit erstmals größer als 0,99. Nun, bei x gleich 41 sind wir bei 97% etwa, bei x gleich 42 sind wir schon bei 98% und bei x gleich 43 sind wir schon etwas drüber über diesen 99%, nämlich bei 99,11 und so weiter. Das heißt, wir lesen hier einfach ab, bei x, beziehungsweise bei uns heißt es ja k, bei k gleich 43 liegen wir erstmals über diesen geforderten 99%. Das heißt, wir können die Entscheidungsregel wie folgt formulieren. Wenn wir bei einem Tippexperiment mit 80 Tastaturanschlägen 43 oder mehr Zifferntasten zählen, dann werden wir die Nullhypothese ablehnen und andernfalls werden wir sie annehmen.